Hey ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr seht, ich bin mega in der Motivationsstimmung, denn ich möchte euch aus einem Lesetief herausholen, falls ihr gerade in einem steckt. Und ansonsten möchte ich euch auch motivieren, mehr zu lesen. Ich weiß, es gibt auf YouTube einige Videos zum Thema Motivation, Lesefluss und raus aus der Leseflaute. Aber noch keins auf meinem Kanal und ich finde solche Videos immer mega, mega gut. Und vielleicht werden sich jetzt einige Empfehlungen oder Tipps auch doppeln, falls ihr schon andere Videos zu dem Thema gesehen habt. Aber ich habe euch jetzt meine Favoriten rausgesucht, wie es mir oftmals gelingt, wieder rein in die mega Lesestimmung reinzukommen. Und ihr wisst ja, ich bin momentan sowas von krass in Lesestimmung, also wirklich. Ich glaube, ich hatte seit Monaten, vielleicht sogar in Jahren, nicht mehr so viel Lust aufs Lesen und so viel Spaß an BookTube und an BookTube schauen und Bücherregal. Deswegen habe ich gedacht, kommen jetzt mal meine Tipps. Und falls ihr die ganz, ganz dringend braucht, bleibt auf jeden Fall jetzt dran. Nummer 1, für mich ist immer ganz, ganz, ganz wichtig, dass mein Bücherregal schön aussieht. Und ich habe ja gemerkt, als ich letztes Jahr, also 2017, auf der AIDA mit meinem Papa war, dass ich dort weniger Bücher dabei hatte und gleichzeitig viel mehr gelesen habe. Da habe ich einfach gesehen, dass mich quasi dieser Minimalismus bei Büchern dazu treibt, dass ich viel mehr lese. Wenn ich einen gigantischen großen Sub habe, habe ich das Gefühl, das einzelne Buch ist quasi eher so ein Stressfaktor und dann habe ich manchmal keine Lust zu lesen. Das ist auch nicht immer so, aber das hat bei mir zu dem Zeitpunkt echt dazu geführt, dass ich total abgeschaltet habe und gedacht habe, macht eh keinen Sinn mehr. Als ich dann plötzlich nur noch weniger Bücher hatte, war ich total motiviert und wusste, ich kann mich auf ein Buch ganz, ganz genau einlassen und das hat mir sehr gut getan. Also ist mein Tipp, das Bücherregal einmal durchzuschauen, auszusortieren, schön aufzuräumen und nochmal Zeit quasi mit jedem Buch zu verbringen, das in einem Regal steht. Okay, Tipp Nummer 2. Ich weiß, erst rede ich von aussortieren und jetzt kommen wir zu einem eher wieder gegnerischen, zu einem... Und jetzt kommen wir zu genau dem Gegenteil. Denn ich kann euch die Empfehlung geben, kauft ein Buch. Kauft euch ein Buch, auf das ihr schon lange Lust habt. Kauft ein Buch von eurer Wunschliste. Geht in die Buchhandlung, stöbert rum und schaut einfach, was gerade eurer aktuellen Stimmung entspricht. Und dann ist es auch total egal, was ihr eigentlich schon lange haben wolltet, falls euch das nicht mehr interessiert. Kauft irgendein Buch, was euch gerade in dem Moment gut tut und wo ihr euch vorstellen könntet, Zeit mit dem Buch zu verbringen. Dann manchmal ist man ja einfach... hat man keine Lust auf all das, was im Regal steht. Ich finde, dann ist so ein ganz neues Buch und für mich persönlich ist auch immer wichtig, dass das Buch dann neu ist und nicht gebraucht, ist es dann nochmal ein ganz anderes Feeling. Und wenn man das dann so in der Hand hält, kann man das ganz anders wertschätzen. Und ich finde, manchmal, wenn man weiß, dass man für ein Buch mehr Geld ausgegeben hat, dann ist im Kopf irgendwie auch so dieses Besonderheitsgefühl. Und dann habe ich irgendwie sofort das Bedürfnis, mich auf das Buch zu stürzen. Ist nicht immer so, aber das hilft mir halt auch oft. Tipp Nummer 3 ist irgendwie auch jetzt ein bisschen random und zwar BookTube schauen. Mir hilft es auch immer, obwohl ich ganz ehrlich auch zugebe, wenn ich in einer Leseflaute stecke, habe ich nicht immer Lust, so viel BookTube zu schauen, weil mich das dann oft auch langweilt. Manchmal holt es mich auch wieder heraus, wenn ich sehe, wie begeistert Menschen von Büchern reden, finde ich es immer total spannend und ich meine, ihr seid ja auf einem guten Weg, ihr schaut immer in dieses Video. Und ich weiß nicht, ob ihr gerade in einer Leseflaute steckt oder einfach gerade einfach interessiert an dem Thema seid. Aber ich finde, es ist dann manchmal schon motivierend, wenn man so das Funkeln in den Augen von Bookfreaks wie mir sieht, dann ist das nicht Motivation. Tipp Nummer 4 ist bei mir, wann war das nochmal? Letztens war das, aber ich weiß nicht mehr bei welchem Film, Buchverfilmungen schauen. Wenn man, ich überlege die ganze Zeit, ich glaube, das war zum Beispiel bei Panem so, wenn ich Buchverfilmungen schaue, und dann habe ich mal richtig Lust, die Geschichte aufleben zu lassen. Und das ist dann echt ziemlich krass. Also ich hatte das schon ganz oft bei Büchern, dass ich dann so in der Geschichte wieder eintauche. Und ich meine, Buchverfilmung kann man ja einfach viel schneller schauen als eine Buch, ein Buch selber. Und dann ist es halt manchmal total gut, wenn man das dann in 2 Stunden oder so erledigt hat, aber trotzdem so in der Geschichte drin ist. Am besten kann man sich sogar eine Buchverfilmung vielleicht raussuchen, wo es den 2. Teil noch nicht gibt, damit man gezwungen ist, das Buch zu lesen, weil man so unbedingt in der Geschichte weiterkommen möchte. 5. Ich weiß, das ist nicht für jeden etwas, aber das ist bei mir jetzt, ich glaube, Anfang des Jahres der Durchbruch gewesen. Ich habe schon ab Dezember ein bisschen mehr gelesen, weil ich euch die Weihnachtsbücher vorstellen wollte. Aber so seit Anfang des Jahres bin ich ja so mega in der Buchstimmung, mega.
Ich glaube, das lag daran, dass ich Hörbücher gehört habe. Ich habe ja zu Weihnachten bei meiner Schwester aus Versehen, weil sie sich verkauft hat, ein Hörbuch geschenkt bekommen. Und das habe ich dann angefangen zu hören. Und dann war ich plötzlich so in diesem Hörbuchrausch drin, dass ich auch wieder lesen wollte. Und dann hatte ich auch wieder Lust, selber zu einem Buch zu greifen. Das hat mich sehr motiviert. Ich weiß, es ist nicht für jeden was. Und ich habe auch lange gesagt, nee, Hörbücher sind nicht für mich. Ich schalte da immer ab und ich schweife mit den Gedanken dann ab. Und dann verstehe ich die Bücher nicht mehr. Aber man sollte es wirklich mal ausprobieren und vielleicht nicht so mit so einem High-Fantasy-Kram, sondern vielleicht mit Büchern, die etwas leichter zu verstehen sind, wo es nicht ganz so schlimm ist, wenn man mal ein paar Sekunden abschaltet. Ich kann da To All the Boys I Loved Before sehr empfehlen von Jenny Hahn. Das habe ich ja jetzt auch gelesen und beziehungsweise gehört. Und das hat halt bei mir diese Lesefreude wieder total erweckt. Sechstens, das habe ich noch nie gemacht, beziehungsweise nur mit meiner Cousine. Ich habe es aber noch nie mit irgendwie Zuschauern oder sowas gemacht. Ich weiß aber, dass das viele Booktuber machen. Und ich möchte es auch unbedingt machen. Ich habe schon ganz oft Nachrichten von Zuschauern bekommen, die gefragt haben, wollen wir das Buch mal zusammen lesen? Momentan gibt es einige Kooperationen quasi mit Zuschauern, die bald hoffentlich mal zustande kommen, wenn ich ein bisschen die Bücher abgebaut habe, die ich noch ganz, ganz dringend lesen möchte. Aber mit Leuten zusammen zu lesen ist ja so ein, man möchte irgendwie mit den Leuten darüber sprechen und vielleicht könnt ihr euch ja auch hier untereinander austauschen oder wir können noch mal gemeinsam Bücher lesen. Also wenn ich jetzt demnächst mehr Zeit habe, das wäre halt, also mehr Zeit habe für die Bücher, die ich auch noch lesen möchte. Es wäre eigentlich ganz gut, wenn ich hin und wieder meine Leseliste hochladen würde, weil dann könnte man besser ausmachen, ob wir mal zusammenlesen. Ich hätte auch mega Lust, mal mit euch allen zusammen so ein Buch zu lesen. Wir könnten uns quasi alle ein Buch raussuchen, was ich vielleicht schon habe. Und vielleicht will sich der eine oder andere das dann auch kaufen, dass wir das irgendwie in einer WhatsApp-Gruppe oder so besprechen. Hätte ich mega Lust drauf. Ihr könnt mir ja mal schreiben, ob ihr auch auf sowas Lust habt. Mein siebter Tipp ist letztens nochmal sehr, sehr wichtig gewesen. Und zwar habe ich ein Buch abgebrochen. Ich habe einfach gemerkt, auf dieses Buch habe ich keinen Bock mehr. Ich hatte keinen Bock mehr drauf. Dieses Buch hat mir die Lesefreude genommen. Ich tue mich immer unheimlich schwer, Bücher abzubrechen, weil ich immer denke, dann ist die Geschichte so halb verloren. Sie schwebt quasi so in diesem Buchuniversum rum und findet niemals den Weg zurück zur Erde. Das ist so in so einer Parallelwelt quasi. So ein bisschen so Freak-Gedanken halt. Habe irgendwie gemerkt, dass es wichtig ist. Es ist wichtig, Bücher abzubrechen und man kann die dann ja aussortieren. Vielleicht sind sie dann ganz woanders. Dann kann man sie abschieben, man kann das Buch verschenken, verkaufen oder kompostieren. Okay, das ist schlimm. Ich hatte das schon so oft, dass ich dann gedacht habe, um Gottes Willen, wann ist dieses Buch vorbei? Hab mich da durchgequält und danach habe ich monatelang zu keinem Buch mehr greifen können, weil ich so traumatisiert von der Geschichte war oder so demotiviert war, etwas Neues anzufangen. Mein achter Tipp ist, dass es nicht immer anspruchsvoll sein muss. Mir hilft es einfach, dass man Bücher, dass man ein Buch liest, was einem gerade gut tut. Das habe ich ja gerade schon mal so kurz angefixt, aber es ist halt manchmal, auch bei mir zumindest, ist es oft ein Buch, was von dem Intellekt oder Niveau nicht ganz so hoch ist. Aber sowas wie Gregs Tagebuch, habe ich ja schon ganz oft gesagt, hilft mir immer mega. Freche Mädchen, wenn die nur so dünn sind, finde ich auch immer toll. Oder irgendwie Märchenbücher oder irgendwie sowas. Hilft einem unheimlich, wenn man die Seiten einfach so lesen kann, weglesen. Das können Kinderbücher sein. Lest irgendwelche Kindergeschichten. Lest Fünf Freunde oder irgendwie sowas. Ihr werdet bestimmt alle irgendein Buch von früher noch im Regal stehen haben. Und dann kann man nochmal so in alten Zeiten schwelgen. Und meistens kommt dann auch irgendwann die Lust wieder auf was Reiferes, auf etwas, was vielleicht mehr zu eurem Alter entspricht. Und wenn nicht, dann habt ihr es wenigstens versucht. So, das waren jetzt 8 Tipps und eigentlich versuche ich immer auf die 10 zu kommen, weil ich 10 irgendwie schöner finde. Klingt irgendwie schöner. Habe ich aber nicht. Man kann es nicht rauszögern. Die Tipp Nummer 9 und 10 schreibt ihr mir am besten jetzt in die Kommentare, denn irgendwann wird wahrscheinlich wieder der Zeitpunkt kommen, an dem ich euren Rat brauche. Dann schaue ich mir dieses Video hier an, lese eure ganzen Tipps hoffentlich und finde dann wieder zurück zum Lesen. Das war es eigentlich auch wirklich mit diesem Video jetzt. Wenn es euch weiterhelfen konnte, Daumen nach oben und hinterlasst mir ein Abo, falls ihr das noch nicht getan habt und ihr neu auf dem Kanal gestoßen seid. Darüber freue ich mich sehr und ich hoffe jetzt, dass wir uns demnächst wiedersehen. Tschüss! Oh!